Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil in der 12. Sitzung der Vorlesung Biologische Psychologie. Heute beschäftigen wir uns mit unseren chemischen Sinnen und im ersten Teil haben wir unseren Geruchssinn, unsere olfaktorische Wahrnehmung kennengelernt. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns mit unserem gustatorischen System beschäftigen, also unserem Geschmackssystem. Wir haben im ersten Teil gehört, dass unsere olfaktorische Wahrnehmung durch ganz bestimmte chemische Übertragungsstoffe aktiviert wird. Da war es im Geruchssystem, waren es in Gasen lösliche Geruchsstoffe und hier im gustatorischen System, da sind es jetzt Übertragungsstoffe, gelöste Moleküle in unserem Speichel. Diese gelösten Moleküle sind eben auch wieder hier ganz bestimmte Moleküle mit einer ganz bestimmten dreidimensionalen Struktur, die müssen jetzt hier also in unserem Speichel gelöst sein und diese gelösten Moleküle, die aktivieren jetzt in unserem Mund-Rachenraum, auf der Zunge, in unserer im Rachenraum Geschmackssinneszellen, die hier eben auch wieder selektiv für diese Übertragungsstoffe sind. Unsere gustatorische Wahrnehmung, die adaptiert über die Zeit, aber nicht vollständig. Wir haben es im olfaktorischen System kennengelernt, da haben wir eine sehr starke Adaptation über die Zeit. Hier in unserem gustatorischen System haben wir eine teilweise Adaptation. Wir adaptieren also auf unterschiedliche Geschmäcker unterschiedlich stark. Wir haben beispielsweise eine vollständige Adaptation auf Süß- und Bitterwahrnehmung, aber keine Adaptation auf salzig und sauer. Das heißt, wir haben hier also möglicherweise unterschiedliche Rezeptoren, die diese unterschiedlichen Geschmacksstoffe verarbeiten, die auch unterschiedlich aktiviert werden und die dafür verantwortlich sind, dass hier ein unterschiedlicher Adaptationsprozess stattfindet. Schauen wir uns mal an, erstmal ganz grundsätzlich, wie wir denn gustatorische Informationen in unser zentralen Nervensystem bekommen. Da haben wir einmal auf unserer Zunge und in unserem Rachenraum gustatorische Sinneszellen. Und diese Information von diesen gustatorischen Sinneszellen, die wird über drei Hirnnerven an unser zentrales Nervensystem transportiert. Das ist einmal hier der 7., der 9. und der 10. Hirnnerv, die eben entweder unsere Zunge, unseren Mundraum oder unseren Rachenraum versorgen. Die Nervenzellen dieser Nerven, die finden wir in den Ganglienzellen, also in den Zellkörpern unserer Hirnnerven und die werden verschaltet eben hier dann auf unsere Medulla oblongata, von da weitergeleitet zum Thalamus, also hier gustatorische Information, die wird über den Thalamus verarbeitet und von da weiter zu unserem primären gustatorischen Kortex. Diesen primären gustatorischen Kortex, den finden wir an der Oberseite der Insula. Die Insula, die hatten wir gerade schon kennengelernt im olfaktorischen System. Also wenn wir unseren Parietallappen und Temporallappen auseinanderziehen, dann sitzt dahinter die Insula und an der Oberseite der Insula, da finden wir unseren primären gustatorischen Kortex. Schauen wir uns jetzt also mal an, wo eigentlich genau diese Geschmacksrezeptoren in unserer Zunge und unserem Rachenraum sitzen. Auf unserer Zunge haben wir unterschiedliche Strukturen, die sogenannten Geschmacksknospen und Geschmackspapillen. Die können Sie auch mit bloßem Auge sehen, wenn Sie sich mal vor den Spiegel stellen und sich selber die Zunge rausstrecken, dann können Sie diese einzelnen groben Strukturen tatsächlich mit bloßem Auge sehen. Und in diese Geschmacksknospen und Geschmackspapillen, das sind im Grunde diese Geschmackspapillen, die sind dazu da, die Oberfläche Ihrer Zunge zu vergrößern. Das sind also hier Einfaltungen und Hügel auf ihrer Zunge, die dazu da sind, die Oberfläche zu vergrößern. Die haben auch unterschiedliche Strukturen, die können also eher so pilzförmig oder eher so tischförmig sein. Und an den Wänden, da finden wir dann unsere Geschmacksknospen und in diesen Geschmacksknospen, da finden wir die Rezeptoren in unserem gustatorischen System. Diese Rezeptoren in unserem gustatorischen System, das sind sekundäre Sinneszellen. Sekundäre Sinneszellen, das bedeutet, das sind eigentlich spezialisierte Gewebezellen, die selbst kein Aktionspotenzial auslösen. Je
Hier werden also ganz bestimmte Übertragungsstoffe freigesetzt. Wir werden gleich noch kennenlernen, welche, die dann an den nachgeschalteten Neuronen des 7., 9. und 10. Hirnnervs Aktionspotenziale auslösen. Genau wie im olfaktorischen System finden wir auch hier sehr viele Stammzellen, aus denen dann ständig neue Geschmacksrezeptoren, Geschmackssinneszellen gebildet werden. Also auch hier haben wir eine sehr kurze Lebensdauer der Rezeptoren. Das heißt, diese Sinneszellen, die werden also ständig erneuert. Das kennen Sie auch von sich selber vermutlich, wenn Sie mal an einer heißen Suppe den Mundraum verbrannt haben. Dann schmecken Sie eine Weile nichts mehr, weil durch diese Verbrennung, also diese starke Erhitzung Ihrer Zunge beispielsweise, Geschmackssinneszellen abgestorben sind. Aber Zeit wieder, das regeneriert sich über die Zeit wieder, hier werden also Geschmackssinneszellen neu gebildet. Aber genauso wie wir es auch im Geruch haben, nimmt unsere Geschmacksfähigkeit, unsere Geschmackssensitivität über die Lebenszeit hin ab. Auch hier wieder hängt das vermutlich damit zusammen mit der Regenerationsfähigkeit dieser Stammzellen, aber eben auch mit der Flüssigkeitsversorgung, also der Speichelversorgung in unserem Mundraum. Wenn wir also einen trockenen Mund haben, wenn wir wenig Speichel vorhanden haben, dann können wir auch tatsächlich schlechter diese Moleküle in diesem Speichel lösen und schmecken tatsächlich auch schlechter. Schauen wir uns jetzt also mal diese Geschmacksknospen im Detail an. Diese Geschmacksknospen, das sind quasi Ansammlungen von Geschmacksrezeptoren, die hier ganz eng, ganz dicht gedrängt hier beieinander liegen. In so einer Geschmacksknospe, da finden wir in der Regel 50 bis 150 Rezeptorzellen, also 50 bis 150 von diesen Rezeptoren, von diesen Geschmackssinneszellen. Und an der Oberseite von diesen Geschmackssinneszellen, da finden wir solche Ausstülpungen, diese sogenannten Mikrovilli. Wir haben es im olfaktorischen System, im ersten Teil gerade kennengelernt, da hatten wir an diesen olfaktorischen Sinneszellen, da hatten wir Zilien, also so haarartige Verlängerungen. Ganz ähnlich finden wir es hier im gustatorischen System, diese Mikrovilli. Das sind eben auch hier solche haarartigen, fadenartigen Ausstülpungen, die dazu da sind, die Oberfläche hier ganz stark zu vergrößern. Und hier tatsächlich an diesen Mikrovilli, da finden wir die eigentlichen Rezeptoren, die für die Aufnahme von Geschmacksinformationen relevant sind. In dieser Geschmacksknospe haben wir dann eben auch noch unsere Stammzellen. Aus diesen Stammzellen werden ständig dann eben neue Rezeptoren gebildet. Und hier binden eben in diese Geschmacksknospen binden direkt unsere afferenten Neurone unserer gustatorischen Nerven, die dann eben zu den Ganglienzellen, zu unseren Hirnnervenkernen ziehen. Ganz wichtig dabei ist eben, dass wir hier eben sekundäre Sinneszellen haben, die selbst keine Aktionspotenziale auslösen. Und Sie haben es vielleicht in der Schule mal gelernt, dass wir so eine ganz bestimmte Karte auf unserer Zunge haben, dass beispielsweise dass wir süß nur an der Spitze unserer Zunge schmecken. Das ist, flach gesagt, Blödsinn. Wir schmecken alle Geschmacksstoffe überall auf der Zunge, aber wir haben eben ganz bestimmte Rezeptoren mit einer verstärkten Häufigkeit an ganz bestimmten Orten. Aber das ist keine absolute Selektivität, sondern eine relative Häufung. Das heißt, wir können alle Geschmacksstoffe überall wahrnehmen. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass in so einer Geschmacksknospe, da finden wir eben tatsächlich nur Rezeptoren für eine Art von Geschmack. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir denn diese unterschiedlichen Geschmacksstoffe wahrnehmen, wie die also hier unsere Geschmacksrezeptoren aktivieren. Den ersten Geschmack, den wir uns dabei anschauen, ist das Salz, salzig. Diese Rezeptoren für Salz, die kennen Sie schon. Das sind nämlich Natriumkanäle. Natrium, haben wir schon kennengelernt, ist ein positiv geladenes Ion und Natrium kennen Sie alle aus dem Tafelsalz. Tafelsalz ist Natriumchlorid, also im Grunde Natrium. Und dieses Natrium, wenn wir das essen, dann löst sich dieses Natriumchlorid in unserem Speichel und dieses Natrium kann dann eben hier durch einen Natriumkanal eben hier in unsere Geschmackssinneszellen einwandern.
Das sind Natriumkanäle, die sind immer offen, das sind also keine spannungsabhängigen oder ligandengesteuerten Natriumkanäle, die sind also immer offen. Hier kann also dieses gelöste Natrium in unserem Speichel direkt hier in diese Rezeptorzelle hineinwandern. Und diese Depolarisation aufgrund des Einstroms dieses positiv geladenen Natriums führt dann eben dazu, dass hier spannungsabhängige Natrium- und Calciumkanäle aufgehen. Also eine initiale Öffnung, ein initialer Einstrom des positiv geladenen Natriums durch diese immer offenen Natriumkanäle führt zu einer Depolarisation. Und aufgrund dieser Depolarisation gehen dann spannungsabhängige Natrium- und Calciumkanäle auf. Und hier können dann eben Natrium und Calcium in den Rezeptor einströmen. Und hier führt dann dieser Einstrom von Natrium und Calcium zu einer Fusion von Vesikeln mit der Zellmembran. Fusion von Vesikeln mit der Zellmembran aufgrund von Einstrom von Calcium haben wir auch schon kennengelernt. Wiederum, das ist genau das gleiche, genau der gleiche Prozess, den wir auch am Axonterminal schon kennengelernt haben. Also auch da hatten wir Calciumkanäle öffnen sich, Calcium strömt ein. Dieser sogenannte Snare-Komplex wird aktiviert und aufgrund von dieser Aktivierung des Snare-Komplexes fusionieren hier unsere Vesikel und die Neurotransmitter können hier freigesetzt werden. Der Neurotransmitter, der hier freigesetzt wird, ist Serotonin. Und dieses Serotonin bindet jetzt an Rezeptoren unseres afferenten Neurons, also unserer Hirnnerven, die jetzt hier dann die Information aus unserer Zunge wegtransportieren. Eine geringe Aktivierung von diesem salzig-relevanten Rezeptor führt also zu einer Wahrnehmung von salzig. Eine sehr starke Aktivierung führt halt zu einer Wahrnehmung von sauer oder bitter. Und wir hatten es vorhin schon gesagt hier, diese salzige Wahrnehmung, die adaptiert eben nicht. Das heißt also, das kann hier eine sehr starke Warnfunktion haben, die uns davor warnt, eine übermäßige Menge an Salz eben aufzunehmen. Auch das kennen Sie, wenn Sie sich mal beim Kochen vertan haben und ein Gericht versalzen haben, dann ist das eigentlich nicht mehr genießbar. Das heißt hier, es hat diese übermäßige Salzmenge hat eine sehr, sehr starke Warnfunktion für uns. Die zweite Wahrnehmung, die wir hier kennenlernen, ist die Sauerwahrnehmung. Die Sauerwahrnehmung wird über die Aktivierung und die Freisetzung von Wasserstoff vermittelt. Und zwar Dinge, die sauer schmecken, Säuren, die lösen sich in Wasser auf und produzieren dabei Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff, der strömt jetzt hier über Wasserstoffkanäle, über Protonkanäle, also Kanäle, die hier für dieses positiv geladene Wasserstoff permeabel sind, strömt dieser Wasserstoff jetzt in unsere Zelle ein und das führt dazu, dass hier ein Kaliumkanal blockiert wird. Das heißt also, diese Blockade eines Kaliumkanals verhindert, dass hier positiv geladenes Kalium aus dem Rezeptor ausströmt. Und diese Blockade dieses Kaliumkanals führt dazu, dass also diese Zelle über die Zeit hinweg depolarisiert, also hier eine Ansammlung von positiv geladenem Kalium. Diese Depolarisation wiederum führt dann zu einer Aktivierung von unseren spannungsabhängigen Natrium- und Calciumkanälen, den gleichen Prozess, den wir gerade eben schon kennengelernt hatten. Also diese Depolarisation öffnet spannungsabhängige Natrium- und Calciumkanäle, Calcium strömt hier ein, dieses einströmende Calcium aktiviert unseren Snare-Komplex und hier unsere neurotransmittergefüllten Vesikel fusionieren hier mit unserer Zellmembran und auch hier wird unser Neurotransmitter Serotonin freigesetzt. Auch hier finden wir wieder im sauren Geschmack finden wir eben keine Adaptation, also auch hier dieses Sauer hat vermutlich für uns eine sehr starke Warnfunktion, das eben hier nicht adaptiert. Liegt eben auch daran, wie diese Ionenkanäle, also diese Wasserstoff-Ionenkanäle aufgebaut sind, die adaptieren über die Zeit einfach nicht. Zusätzlich wird diese Sauerwahrnehmung auch noch über sogenannte Transient Receptor Protein Kanäle oder Rezeptoren vermittelt. Dazu kommen wir gleich auch noch. Also auch hier ist eine Veränderung des pH-Werts, also eine Veränderung des Säure-Basen-Gehalts an und in unserer Zunge aktiviert hier
diese TRP-Rezeptoren und das führt eben auch zu einer Wahrnehmung von sauer. Die drei weiteren Geschmäcker, die wir kennen, süß, bitter und Umami. Süß und bitter kennen wir. Umami, das ist so dieser Fleischgeschmack, dieser Proteingeschmack. Die werden hier erstmal in eine große Kiste geworfen, denn die funktionieren mehr oder weniger über die gleiche Art und Weise, nämlich über die Aktivierung dieser TRP-Rezeptoren, dieser Transient Receptor Protein-Rezeptoren. Das sind metabotrope Rezeptoren, also G-Protein gekoppelte Rezeptoren, die dann eine intrazelluläre Signalkaskade auslösen, die dann für die Vermittlung von diesem Geschmacksstoff verantwortlich sind. Also, wir haben hier unterschiedliche Klassen von diesen TRP-Rezeptoren, beispielsweise T1R oder T2R. Und diese unterschiedlichen Klassen von diesen Rezeptoren werden dann eben assoziiert mit der Wahrnehmung von unterschiedlichen Geschmäckern. Das sind diese Transient Receptor Proteins, das sind Zusammenschluss von eben zwei dreidimensional gefolterten Proteinen, die wir eben hier in der Zellmembran finden. Für unsere Süßwahrnehmung ist beispielsweise der T1R2 und T1R3 Rezeptor relevant. Für die Bitterwahrnehmung sind es irgendwelche komischen Kombinationen, also ganz viele unterschiedliche Kombinationen von T2R-Rezeptoren und Umami wird eben über T1R1 und T1R3-Rezeptoren vermittelt. Sie sehen also schon, wir haben hier eine ganz unterschiedliche Klasse von diesen Transient Receptor Proteins und je nach Struktur dieser Transient Receptor Proteins werden hier unterschiedliche Geschmäcker vermittelt. Und diese unterschiedlichen Rezeptoren, denken Sie wieder ans Schlüssel-Schloss-Prinzip, werden hier durch unterschiedliche Übertragungsstoffe aktiviert. Und das sind eben metabotrope Rezeptoren, das heißt, die lösen dann intrazellulär eine Second-Messenger-Kaskade aus, die unser G-Protein aktiviert und diese Aktivierung des G-Proteins aktiviert eine Phospholipase und aufgrund der Aktivierung dieser Phospholipase wird dann aus intrazellulären Calciumspeichern unser Calcium freigesetzt. Diese Freisetzung des Calciums führt dann zu einer Depolarisierung der Zellmembran. Aufgrund von dieser Depolarisierung der Zellmembran öffnen sich unsere spannungsabhängigen Natriumkanäle und aufgrund des Einstroms des positiv geladenen Natriums und der Freisetzung unseres Calciums werden hier Ionenkanäle geöffnet, die für ATP durchlässig sind. ATP, unser Adenosintriphosphat, das in unseren Mitochondrien gebildet wird, das haben wir ja erstmal kennengelernt als unseren Treibstoff, als unseren Energielieferant in der Zelle. Hier dient jetzt dieses ATP tatsächlich als Übertragungsstoff. Denn hier, wenn es Übertragungswege, Kanäle geöffnet, durch die dieses ATP wandern kann. Und dieses ATP, das bindet dann an unseren Rezeptoren der nächsten Nerven, der Ganglienzellen und aktiviert hier eben dann diese weiterleitenden Neurone direkt. Fassen wir das also nochmal zusammen. Diese Neurotransmitter im süßen, im salzigen und im sauren Bereich, das ist hier unser Serotonin. Dieses Serotonin, das ist ein Neurotransmitter, das liegt in Vesikeln verpackt hier in den Rezeptoren vor und aufgrund einer Depolarisation werden hier diese spannungsabhängigen Natrium- und Calciumkanäle aktiviert. Calcium strömt ein und führt dann über die Aktivierung des SNARE-Komplexes zu einer Fusion der Vesikel mit der Zellmembran und das Serotonin wird freigesetzt. Bei unserer Süß-, Bitter- und Umami-Wahrnehmung haben wir eine Second-Messenger-Kaskade aufgrund der Aktivierung dieser TRP-Rezeptoren und das führt dann dazu, dass unser ATP freigesetzt wird. Also hier gehen Kanäle auf, durch die das ATP aus der Zelle ausströmen kann und dieses ATP aktiviert dann an den Rezeptoren der nachgeschalteten Nervenzellen. Hier wird hier weitergeleitet. Diese Spezifizität dieser Rezeptoren für süß, bitter und Umami. Das ist noch ein Forschungsfeld, das ist noch gar nicht so genau erforscht. Wir wissen in etwa, welche Geschmäcker durch eine Aktivierung von welchen Rezeptoren kodiert werden. Wir wissen also, dass
ganz bestimmte Rezeptorzellen, ganz bestimmte Geschmacksrezeptorzellen bilden ganz bestimmte von diesen Rezeptoren aus, also ganz bestimmte Unterklassen von diesen THP-Rezeptoren. Und wir können jetzt hier uns anschauen, durch welche Stoffe werden denn jetzt welche von diesen Unterklassen der Rezeptoren aktiviert. Und da sehen wir eben, dass hier beispielsweise T1R2 und T1R3 Rezeptoren werden hier vor allem durch Stoffe aktiviert, die uns süß vorkommen, wie eben beispielsweise Fructose, also dieser Fruchtzucker. Andersrum hier beispielsweise T2R-Rezeptor, der wird vor allem aktiviert durch Bitterstoffe, durch bittere Stoffe, und dieser T1R1 und T1R3-Rezeptor, der wird vor allem durch Stoffe aktiviert, die für uns als Umami schmecken. Das heißt also, diese Aktivierung dieser Rezeptoren folgt eben diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wir haben ganz bestimmte chemische Stoffe, die eine ganz bestimmte Struktur haben, und die aktivieren ganz bestimmte Unterklassen von diesen THP-Rezeptoren, und diese relative Aktivierung dieser jeweiligen THP-Rezeptoren, die nehmen wir dann als unterschiedliche Geschmäcker wahr. Das Interessante an diesen THP-Proteinen ist jetzt, dass die nicht nur durch Geschmacksstoffe aktiviert werden. Denn diese Transient Receptor Proteins, die werden auch durch thermische Reize aktiviert. Wir hatten das schon ganz kurz kennengelernt, als wir das somatosensorische System kennengelernt hatten. Da hatten wir unsere Temperaturwahrnehmung kennengelernt. Und unterschiedliche Rezeptoren werden jetzt auch durch unterschiedliche Temperaturen aktiviert. Also wir haben ganz bestimmte Stoffe, die haben einen ganz bestimmten Geschmack. Also beispielsweise unser Capsaicin aus der Chili. Dieses Capsaicin, das aktiviert einen ganz bestimmten Rezeptor, diesen THPV1-Rezeptor. Und dieser ganz bestimmte Rezeptor, der wird auch durch ganz bestimmte Temperaturreize aktiviert, also durch einen Temperaturreiz einer ganz bestimmten Temperatur, also beispielsweise hier Temperaturen oberhalb von 45, 40 Grad wird eben dieser Rezeptor aktiviert. Das heißt, wir haben hier im Grunde ganz unterschiedliche Stoffe, die auf den gleichen Rezeptor wirken. Und damit können wir auch so ganz komplexe Geschmackswahrnehmungen erklären, wie eben beispielsweise das scharfe Gerichte, die Chili enthalten, von uns als heiß wahrgenommen werden, oder andere Geschmäcker, die beispielsweise Minze enthalten, eher als kühl oder kalt wahrgenommen werden, einfach aufgrund der Aktivierung der Rezeptoren durch einen chemischen Stoff, der uns schmeckt, oder einen Temperaturreiz, den wir als eine ganz bestimmte Temperatur wahrnehmen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn eigentlich diese Informationen, die wir jetzt an der Zunge aufgenommen haben, an unser Zentralnervensystem weitergegeben werden. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben im Grunde unsere drei Hirnnerven, die den 7., den 9. und den 10. Hirnnerv, die eben hier unterschiedliche Bereiche unserer Zunge oder unseres Rachenraums innervieren. Und diese drei Neurone, diese drei Hirnnervenkerne, die werden dann eben weitergeleitet an unsere Medulla. Und hier haben wir den gustatorischen Nukleus in der Medulla. Hier kommen eben diese afferenten Nerven aus unseren Hirnnerven an. Und von da wird die Information weitergeleitet auf unseren Thalamus. Und vom Thalamus wird dann die Information weiter verschaltet auf unseren primären gustatorischen Kortex, den wir eben hier an der Oberseite unserer Insula haben. Ganz interessant dabei, an dieser Insula, da finden wir jetzt eben sowohl unseren gustatorischen Kortex als auch unseren olfaktorischen Kortex. Diese Bereiche liegen also direkt nebeneinander in der Insula und sind auch relativ stark miteinander verschaltet. Das heißt, diese Aktivierung von Geruch und Geschmack, die geht sehr stark Hand in Hand, geht sehr stark einher und wird auch gemeinsam hier in der Insula verarbeitet. Und hier an der Oberseite dieser Insula haben wir einen Übergang zu unserem postzentralen Gyrus, zu unserem somatosensorischen Kortex. Das sind also Bereiche, die in unserem somatosensorischen System beispielsweise unseren Mundraum verarbeiten. Das heißt also, hier werden beispielsweise taktile Informationen aus unserem Mund-Rachenraum verarbeitet und hier eben dann auch mit der Geschmacksinformation kombiniert. Das kennen Sie vermutlich auch, dass wenn Sie einen Chip essen, also dieser Kartoffelchip, wenn der eine ganz bestimmte Textur hat,
dann beeinflusst die Wahrnehmung, diese taktile Wahrnehmung der Textur dieses Kartoffelchips bestimmt ihre Geschmackswahrnehmung, obwohl die reine Geschmacksaktivierung bei einem feuchten oder einem trockenen Chip vermutlich die gleiche ist. Auch hier wieder finden wir eine sehr starke multisensorische Integration, dass hier eben ganz unterschiedliche sensorische Reize miteinander integriert werden. Und wir finden in unserem Orbitofrontalkortex neuronale Bereiche, die tatsächlich dann für diese komplexe Informationsverarbeitung, Informationsintegration zu so etwas Komplexem wie eben Geschmack, dieser komplexen Geschmackswahrnehmung zuständig sind. Und das kennen Sie vermutlich auch aus Ihrer eigenen Erfahrung. Wenn Sie beispielsweise eine Erkältung haben, dann ist auch Ihre Geschmackswahrnehmung beeinträchtigt, einfach weil die Geruchskomponente fehlt. Oder wenn Sie beispielsweise im Dunkeln essen, kann diese fehlende visuelle Information auch eben hier Ihre Geschmackswahrnehmung beeinflussen. Damit sind wir am Ende unserer 12. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Das Ziel der heutigen Sitzung war es, Ihnen zu vermitteln, wie wir chemische Reize wahrnehmen, hier insbesondere Geruch und Geschmack. Sie hätten es also mitnehmen sollen, welche unterschiedlichen Arten, Möglichkeiten wir haben, Geruch und Geschmack wahrzunehmen, wie diese Rezeptoren aufgebaut werden und wie wir diese Informationen in unser zentrales Nervensystem bekommen. Damit sind wir am Ende unserer Vorlesungsreihe Biologische Psychologie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, Sie haben etwas über Ihren Körper, über Ihre Wahrnehmung und die Verarbeitung von Reizen gelernt und wie wir eben Informationen aus unserer Umwelt in unser zentrales Nervensystem aufnehmen, dort verarbeiten und wie wir über eine Aktivierung der efferenten Nerven unserer Muskulatur, unseres Muskelsystems, unsere Umgebung auch beeinflussen können.